Ulrike Arnold in ihrem Atelier in Düsseldorf. Seit 1980 malt sie mit Materialien aus der freien Natur. Erde, Sand, Mineralien, Gestein. Das hier ist Erde aus Karku. Das ist bei nördlich von Alice Springs. Das ist ein ganz intensives Rot, was ich in einer Höhle abgegraben habe mit den Aborigines, mit den Ureinwohnern. Eine der intensivsten Farben. Und die haben mir die Erlaubnis gegeben, dort zu arbeiten. Ulrike Arnold hat inzwischen 5 Kontinente bereist, packt 2 bis 3 Mal im Jahr für einige Wochen ihren Rucksack und geht auf Expeditionen. Ihre Ziele sind entlegene, fast unbewohnte Gegenden, wo die Malerin einen immensen Farbenreichtum der Erde vorfindet. Zum Beispiel die Wüste Zentralaustraliens, das Colorado-Plateau in Arizona, Utah und New Mexico oder die vulkanische Landschaft Islands. In Flagstaff, Arizona, hat Ulrike Arnold seit 1999 ihr 2. Zuhause gefunden. Von dort aus startet sie ihre Expeditionen im Südwesten der USA. Ausgerüstet mit Zelt, Proviant, Werkzeug und Leinwand hält sie sich in den ausgewählten Gebieten Wochen oder Monate lang auf. Durchwandert sie, um sie zu erkunden und zu erfahren. Immer auf der Suche nach einem geeigneten Ort, wo Erde abgetragen oder Gestein aus einer Felswand geschlagen werden kann. Das so gewonnene Naturmaterial muss in oft langwieriger Arbeit mit einem Hammer zerstoßen oder zu feinem Sand zerkleinert werden. Ulrike Arnold sammelt ihre Farben in kleinen Säckchen. Die Größe der gewonnenen Sandkörner, Steinchen und Mineralsplitter ist abhängig von der Härte der Erdsubstanzen. Mit dieser topografischen Farb- und Pigmentpalette beginnt nun die eigentliche künstlerische Arbeit. Ulrike Arnold trägt die Erde auf die am Boden ausgebreitete Leinwand auf, mit der Hand, mit einem Pinsel oder Spachtel, oft in mehreren Schichten. Zum Mischen verwendet sie Wasser, zum Fixieren ein neutrales Bindemittel. Die Titel ihrer sogenannten Earth Paintings tragen die Namen der Orte, an denen sie entstehen. Ulrike Arnold zeigt keine Landschaftsmalerei im darstellenden Sinn, sondern weitergehend und direkter. Ihre Arbeiten spiegeln unmittelbar Eindrücke und Erfahrungen der Künstlerin wider. Man muss sich erst an einem Ort zurechtfinden, lange sein, durch die Natur wandern, und ganz entscheidend ist auch das Erleben von Tag und Nacht, die Naturphänomene, wie ist das Wetter. Und ich versuche, dieses Licht einzufangen, was dort ist, und lasse den Regen, den Monsunregen, der oft Juli, August ist, auch über das Bild fließen, sodass auch zufällige Formationen entstehen können. Also die Natur wird mit in das Bild reingebracht. Und dazu ist es eben so wichtig, lange vor Ort zu sein, um sich mit dem Ort zu verbinden. Und dann entstehen solche Erdkrusten. Zum einen ist es die Materie der Landschaft selbst, die ursprüngliche Farbgebung des Bodens und des Gesteins, die den Bildern von Ulrike Arnold ihre charakteristische Aura verleihen. Zum anderen drückt sie in Komposition, Form und Malgestus das subjektive Erleben des Ortes, Tage- oder wochenlanges Alleinsein in der unberührten Wildnis aus, einer nicht immer gefahrlosen Natur. Seit 1991 malt Ulrike Arnold auch direkt auf Felsengrund. Mit den in der jeweiligen Umgebung gesammelten Farben sind etwa im Südwesten der USA, in Arizona, Utah, Colorado und New Mexico bis heute 15 Felsbilder entstanden. Die Offenheit für abgelegene Landschaften der Erde setzt auch eine Offenheit für andere Kulturen voraus.
Im Jahr 2001 wurde ich eingeladen von dem Goethe-Institut zu German Festival in India, Art in Nature. Da wurden 4 Künstler eingeladen, vor Ort in der Natur etwas zu kreieren. Und ich habe recherchiert nach den richtigen Plätzen und fand dann in Badami, Karnataka, das ist Mittelsüdindien, den für mich richtigen Ort, um dort auf Felsen zu malen. In Badami liegt die prähistorische Sidalpadi-Höhle mit alten Felsmalereien. Im Rahmen des Festivals erhält Ulrike Arnold die Erlaubnis, an den gegenüberliegenden Felsen zu malen. Ihre Teilnahme am Festival Art in Nature wurde 2 Monate lang von dem indischen Filmemacher R.V. Ramani begleitet. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Rockart ist im Frühjahr 1996 im Rahmen des Mariposa-Projekts auf Teneriffa entstanden. Tagoror, ein kreisförmiger Felsenplatz mit einem Durchmesser von 12 Metern. Während ihrer Arbeit am Tagoror lernte sie auch den Forscher und Abenteurer Thor Heyerdahl, einen Helden ihrer Jugend, persönlich kennen, der sie während ihres Aufenthalts bei der Arbeit besuchte. Einen anderen Helden lernte Ulrike Arnold im Jahr 2002 kennen. Das Institut für Astrogeologie in Flagstaff feierte das 30-jährige Jubiläum der letzten bemannten Apollo-Mission zum Mond. Bei dieser Gelegenheit traf Ulrike Arnold den Astronauten Harrison Schmitt, der 1972 mit an Bord war. Es kam mir urplötzlich die Idee, nachdem ich auf einem Kontinent mit Erde gemalt habe, wie es wäre, an Materie aus dem Kosmos zu kommen. So fragte ich ihn, wann gibt es den nächsten bemannten Raumflug? Wir haben natürlich herzlich gelacht in 10 Jahren, aber es ist natürlich utopisch. Am nächsten Tag gingen wir dann in diesen berühmten Meteor Crater. Das war ein Fieldtrip für diese Wissenschaftler und wir stiegen ab, um die Stelle zu sehen, wo die Astronauten damals geübt hatten. Neben mir ging ein Cowboy, der fragte, was ich hier mache, ob ich an dem Mars-Projekt beteiligt wäre. Und ich sagte, nein, ich habe mich sozusagen in diese Konferenz hineingeschmuggelt. Ich bin Künstler und ich male auf allen Erdteilen mit Erde. Marvin Kilgore, so hieß dieser Wissenschaftler, war wie vom Schlag gerührt und sagte, ich mache sozusagen das Gleiche. Ich reise durch alle Kontinente und sammle, suche Meteoriten, bringe sie zurück in mein Labor und zersäge Scheiben, um sie wissenschaftlich zu untersuchen. Meteorite Research is about learning how the Earth was formed. Das Ziel der Meteoritenforschung ist es, etwas darüber zu erfahren, wie die Erde und das Sonnensystem entstanden sind und welche Ressourcen sich in diesen Meteoriten befinden. Mit anderen Worten, sollten wir jemals im Weltall leben, haben wir Ressourcen im All, die wir nutzen. Wir können sie nicht mitnehmen und über die Menschheit sprechen. Ich glaube, dass es das Schicksal der Menschheit ist, eine interplanetarische Spezies zu werden. Sollten wir diese interplanetarische Spezies werden, müssen wir wissen, was sich in diesen Materialien befindet. Und das geschieht. Das ist der Sinn unserer Forschung. Nur so erhalten wir Kenntnisse über Ernährungs- und Sicherungsmöglichkeiten, über Strahlenschutz, über alles, was wir zum Überleben brauchen. Deshalb ist es außerordentlich wichtig, so viele dieser Materialien wie möglich zu bekommen und sie für zukünftige Generationen von Wissenschaftlern zu bewahren, die technologische Möglichkeiten haben werden, die wir heute noch nicht besitzen. So wurde der Ausflug zum Meteor Crater für Ulrike Arnold zu einem entscheidenden Moment für die Entwicklung ihrer Malerei. Denn Marvin Kilgore hatte die angefallenen Späne und den Staub seiner Untersuchungen über Jahre gesammelt und aufgehoben. Sofort bot er mir an, dieses Material für mich zu haben, damit ich da malen könnte. So hatte sich urplötzlich der Wunsch, den ich am Tag vorher ausgesprochen hatte, in Realität umgesetzt
Und seit dieser Sekunde bekomme ich von Marvin Kilgore Sternenstaub. Die Partikel der Meteorit-Paintings stammen von 5 Meteoriten aus 4 Kontinenten. Im Gegensatz zu den Earth-Paintings entstehen die Meteorit-Paintings im Atelier in Düsseldorf. Maßgeblich für die Komposition der Bilder ist bei diesen Arbeiten nicht die natürliche Umgebung der Herkunft, sondern die Vorstellung der gewaltigen, im Universum vorherrschenden Kräfte. Ein Meteor erscheint als sichtbare Leuchtspur am Nachthimmel. Der Meteorit ist ein Meteor, der den Hitzeeintritt in die Atmosphäre übersteht und auf die Erde fällt. Die vorgefundenen Steine und Eisen kommen von Planeten, Asteroiden und Kometen aus dem Universum, die Millionen von Meilen auf Kollisionskurs mit der Erde durchmessen haben. Mit den 3 unterschiedlichen Schwerpunkten, Earth Paintings, Meteorit Paintings und ihrer Rockart, umfasst das Werk von Ulrike Arnold ein umfassendes Oeuvre, das sich in mannigfaltiger Variation präsentieren lässt. Ob als Reiseziel zu den Felsbildern, in die entlegenen Winkel der Erde, einer klassischen Ausstellung im Museum oder einer eher ungewöhnlichen Präsentation wie hier in einem Designbüro in Wuppertal. Wenn Ulrike Arnold anwesend ist, weiß sie immer ausgiebig von ihren Reisen zu erzählen.